2019 war mein skandinavischer Sommer. Die Reise der Widewind führte mich bis ganz hoch in den Norden, in die schwedischen Schären. Sei dabei, wenn ich durch die dänische Südsee, über Samsö und Anholt durch das raue Kattegat bis nach Marsstrand segel. Erlebe die Strandung der Widewind in einem Sturm und freue dich mit mir über herrliche Ankerbuchten und lauschige Abende im hellen Sonnenschein. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der schwedischen Schären. Gute Navigation ist hier unerlässlich, um zwischen den vielen Inseln und Riffs einen Weg zu finden. Das Wetter war teilweise recht rau diesen Sommer. Umso mehr freute ich mich dann abends auf einen ruhigen Ankerplatz. Ja, das ist schon irre, was man alles so braucht, zu essen und zu trinken. Aber dänische Südsee und Schweden ist ja gar nicht billig, insbesondere was den Alp betrifft. An einem trüben Samstagmorgen gegen 11 Uhr begann mein Sommerurlaub. Die Lisa von Lübeck kam mir beim Auslaufen entgegen und verabschiedete mich aus Neustadt. Na klar, kaum habe ich abgelegt, fängt es an zu nieseln. Gut, dass ich nicht aus Zucker bin. Jetzt geht's erstmal gleich um die Ecke von Pelzerhaken rum. Und dann wird die Sonne auch schon wieder rauskommen, habe ich keine Bange. Auf jeden Fall, der Urlaub beginnt, das ist das Wichtigste. Und sogar unter Segel. Mach jetzt 4 Knoten Fahrt. Hat vielleicht so 3 Windstärken. Lang doch. Voll das Déjà-vu. Schon wieder bin ich auf dem Weg nach Fehmarn. Und lauf unter Motor, weil der Wind schon wieder am Einschlafen ist und er dreht so langsam von Ost über Nordost auf Nordwest. Und wieder mal genau der Kurs, den ich gleich brauche. Naja, egal. Hauptsache der Regen von heute Morgen hat aufgehört, die Sonne scheint jetzt. Ich habe gute Laune, freue mich auf den Urlaub, der vor mir liegt. Denn so ganz ist es ja doch keine Wiederholung. Ich muss jetzt nicht nach 4 Tagen wieder zurücksegeln, sondern ich habe 5-6 Wochen Urlaub eingeplant. Entgegen meiner Befürchtung, die ganze Zeit unter Maschine laufen zu müssen, stellte sich nach einiger Zeit ein günstiger Wind ein und es wurde ein wunderschöner Segeltag. Heute Vormittag war noch Flaute. Dann hat es ab Großenbrode aufgefrischt. Jetzt geht's Kurs Fehmarn. 6 Knoten. Wind ungefähr 16 bis 18 Knoten. Die See ist einigermaßen ruhig. Schnell kam die Fehmarnsundbrücke in Sicht. Und ich beschloss, in Burg Starken anzulegen und im goldenen Anker mit einem leckeren Fischessen meinen Urlaub würdig zu beginnen. Verlass gerade Burg Starken, geht jetzt zu auf die Fehmarnsundbrücke und dann will ich Segel setzen Richtung Örre, um meine Tochter Michelle zu besuchen, die dort ihren Urlaub verbringt. Kann ich meinen Enkel Bo noch mal sehen. Ja, und dann schaue ich mal, von Örre würde ich weiter nach Kiel, meine andere Tochter Nele besuchen. Zugegeben eine etwas ungewöhnliche Turnplanung, von Fehmarn über Ereshköping nach Kiel zu segeln. 11:30 Uhr, Fehmarn liegt quer ab, es geht jetzt auf nach Örö. Wunderbar, Langeland quer ab, es ist jetzt 3 Uhr, ich denke mal gegen 6 bin ich in Marstal. Klasse, die Widewind läuft mit 6 Knoten am Wind, Marstal liegt voraus. Tja, Stromausfall an Bord, Salzwasser ist in den FI-Schalter gekommen. Aber mein alter Petroleumkocher, der macht es auch ohne. Na supi, dann gibt's jetzt erstmal einen Steg. Morgen segel ich nach Kiel. Kann ich mal schauen, ob ich da irgendwie Ersatzteile bekomme. Ich verbrachte gemeinsam mit meiner Tochter und Enkel einen schönen Hafentag in Ereshköping. Bevor es am nächsten Tag weiter nach Kiel ging. Heute Morgen 7:30 Uhr losgefahren aus Örö, hatten so 22 Knoten Wind, 9:30 Uhr war ich in Marstal. Ja, und jetzt ist es 11:45 Uhr und Leuchtturm Kiel ist schon in Sicht. In Kiel
Kiel beobachtete ich den abendlichen Luftkampf zwischen den Möwen und den Krähen und verbrachte einen weiteren schönen Tag mit meiner zweiten Tochter Nele. Jede Gelegenheit muss genutzt werden, wenn die Kinder aus dem Haus sind. So, ich starte ab Kiel, 9 Uhr morgens. Die Reise beginnt, soll jetzt Richtung Schweden gehen. Jetzt ist zurzeit totale Flaute. Ich weiß nicht, ob heute noch ein bisschen mehr Wind kommt. Auch interessant anzuschauen, wie die großen Schiffe in den Nordostseekanal reinfahren. Teilweise werden sie von Schleppern gezogen oder Lotsen kommen an Bord. Teilweise sind Schlepper sogar Achtern, damit die großen Schiffe abgebremst und gedreht werden können. Sieht man ja auch nicht alle Tage. Heute ist das nicht so dramatisch, weil Flaute ist. Als ich eingelaufen bin, waren ja 5-6 Windstärken. War das schon ein bisschen anders. Da mussten die schon echt was tun, die Schlepper. Weil solche großen Schiffe ja auch viel Windangriffsfläche bieten. Bis zum Leuchtturm Kiel musste ich noch mit Maschine laufen. Aber dann stellte sich ein günstiger Segelwind ein und ich konnte die Segel setzen. Der Wind hat noch aufgefrischt auf 3-4 Windstärken aus Nordost. War ideal geeignet, um am Wind direkt Kurs auf Maastal legen zu können. Das ist jetzt 1 Uhr gleich. Boah, ich denke mal, gegen 3 oder so bin ich Ansteuerungstonne Maastal. Dann kann ich noch schön rumtuckern nach Rotköping, Steuerbord liegen lassen. Und dann schaue ich mal, ob ich da gegen Abend irgendwo einen schönen Ankerplatz für mich finde. Ab Maastal schlief der Wind wieder ein. Und so tuckerte ich die Insel Strünö, Backbord liegen lassen und der Maschine auf Rotköping zu. Der kleine Ort hatte sich seit meinem letzten Besuch von vor 5 Jahren architektonisch deutlich verändert. Auch ist die Einfahrt in das Hafenbecken für die Traditionssegler verlegt worden. Mir war es egal, ich wollte mich ohnehin auf die Suche nach einem Ankerplatz hinter Rotköping machen. Da zum Ankern. Ich freute mich auf das erste Mal ankern in diesem Urlaub. Ankern vor Töri. Schön. Bisschen über 50 Seemeilen gemacht. Und jetzt ist es Zeit fürs Abendbrot. Nach einer windigen und regnerischen Nacht machte ich mich dann nächsten Morgen früh auf Richtung Kerteminde. Kurz vor der großen Weltbrücke, die Fünen mit Seeland verbindet. Leider ist das Wetter so trübe heute und auch gar kein Wind. Man kann gar nicht viel erkennen. Alles eine einzige große graue Suppe. Hatte ich anfangs noch vorgehabt, statt Kerteminde-Samsö anzulaufen, habe ich diesen Plan bei diesem grauen Wetter nur unter Maschine schnell verworfen. Das bringt so wirklich keinen Spaß. In der großen Marina Kerteminde ist für die kleine Biedewind immer ein Hafenplatz zu finden. Und dass in dem netten Ort dann auch noch ein Fischerfest gefeiert wurde und es Bier und Live-Musik kam, erfreute mich umso mehr. Zu lange durfte ich allerdings nicht feiern, denn am nächsten Morgen sollte es zeitig losgehen. Morgens 5:30, ich mache mir ein kleines Frühstück. Samstag. Ich will heute zur Insel Samsö segeln. Auf geht's in die Morgensonne. Tschüss, Kerteminde. 6 Uhr morgens, zurzeit guter Segelwind. Ich habe schon meinen Kaffee und Frühstück an Bord. Ich hoffe mal, dass ich jetzt gut durchkomme bis zum Nachmittag, weil nur ab 15, 16 Uhr ist wohl Starkwind mit Gewittern angesagt. Auf dem Regenradar auch schon zu sehen. Aber bis dahin müsste ich die Strecke locker geschafft haben. Ich laufe jetzt mit 5 Knoten quer ab die große Beltbrücke, durch die die ganze Schifffahrt muss, die den großen Belt passiert. Dort ist ein Verkehrstrennungsgebiet. Ab dann läuft ein Tiefwasserweg entlang an der Insel Samsö, was auch mein Kurs sein wird. Ich liebe es, frühmorgens in den Sonnenaufgang hineinzusegeln.
Ein merkwürdiger Sommerurlaub. Es war Mitte Juli und ich musste dauernd Pulli und Ölzeug tragen und begann tatsächlich schon zu niesen. Irgendwie war das Wetter zu trübe. Viertel nach zehn, Samse liegt schon quer ab, Ballen ist zu sehen, aber ich will ja einen Hafen weiter segeln in das Naturschutzgebiet. Der Wind hat inzwischen aufgefrischt, die Sonne ist so gut wie weg. Wir haben jetzt so 16, 17, 18 Knoten Wind. Ich habe die große Genua gesetzt und das große eben gerade eingeholt, weil bei diesem Kurs laufe ich auch so 6 Knoten. Das Ziel des heutigen Tages, Langöhr, ist in Sicht. Drauf zuhalten ist allerdings noch nicht machbar, denn Langöhr liegt mitten in einem Naturreservat, umgeben von vielen kleinen Inseln, Flachs und Untiefen. Und ich muss jetzt mal schauen, wie ich hier irgendwie genau in das kleine Fahrwasser reinkomme. So, die Genua ist gerefft. Aber nun ist das schon sehr speziell hier. Zwischen diesen vielen kleinen Inseln irgendwie einen Weg durchzufinden. Weil an jeder Seite sind irgendwelche kleinen Flachs. Da sehe ich auch schon die erste grüne Tanne. Sehr gut. Ja, dann kann es ja irgendwie weitergehen. Der Wind verblättert mir auch dauernd noch die Seekarte. Na gut, in der Ruhe liegt die Kraft. Die Macht sei mit mir. So, da ist die erste grüne Tonne. Wo ist die nächste? Ah, jetzt habe ich sie gleich in Peilung. Okay. Normalerweise stelle ich mich ja nicht so ängstlich an, wenn ich in einem Hafen einlaufen möchte. Aber dieses Seegebiet war mir unbekannt. Und es gab links und rechts vom Boot zahlreiche Untiefen, 1,20 Meter unter der Wasserlinie, schwer zu erkennen. Auch nahm der Wind zu und ich hatte ja noch eine Sturmwarnung im Rücken. So, jetzt kam auch gerade noch eine Starkwindwarnung vom Lünde Radio. Gut, dass ich gerade noch rechtzeitig reinkomme. Starkwind kann noch einen kleinen Augenblick warten, bis ich sicher in Langöhr liege. Ich hoffe mal, dass ich irgendwie in einer Stunde hier rum bin. Und die werden ja eine Starkwindwarnung sicherlich mit einem gewissen Vorlauf bringen. Also hier vorne ist es eindeutig flach, das ist schon mal zu sehen. Ja, das ist hier aber eine recht enge Kiste, wenn ich mir das mal so anschauen darf. Links ein Flach, rechts ein Flach und dazwischen Zwischenräume. Die Gale Warning. Und jetzt hat es auch mächtig aufgebriest. Aber ich habe es gerade noch geschafft, hier im Hafen ein schnuckliges Plätzchen zu finden. Lindbergh festgemacht. Es briest und briest immer mehr. Die Sonne kommt raus. Und bei mir geht gleich erstmal das erste Bier auf. Der Wind war gut und sicher verteut und ich beschloss, die Insel ein wenig zu erkunden. Die Kinder planschten fröhlich und genossen den letzten Sonnenstrahlen, während ich sich immer weiter zuzog. Aufgrund der Starkwindwarnung suchten immer mehr Schiffe den Hafen auf und dieser war inzwischen randvoll gefüllt. Wer jetzt noch einlief, musste unverrichteter Dinge wieder abdrehen und sich einen Ankerplatz in der geschützten Bucht des kleinen Archipels suchen. Der Regen ließ noch auf sich warten und ich durchstreifte die Umgegend des Hafens.
Das kleine Archipel beherbergt mit seinen vielen Salzwiesen und ausgefallenen Pflanzen ein Wildschutz- und Vogelreservat. Ich war mir sicher, dies würde nicht mein letzter Besuch auf der Insel Samsö gewesen sein. Zurück beim Boot stellte sich langsam das angekündigte Unwetter ein. Es war zum Glück längst nicht so dramatisch, auch hatte ich ja meine Kuchenbude aufgebaut, lecker was zu essen dabei, machte ein Bier los und wartete das Spektakel ab. Am nächsten Morgen sollte es dann zeitig losgehen. Morgen 6:30, ich laufe wieder aus, soll bis Grenö gehen, eventuell, je nachdem wie das Wetter dann ist, mache ich auch weiter bis Anholt. Tja, wenn dir dieser erste Teil meines Reiseberichtes gefallen hat, dann schenke mir ein Like, abonniere meinen Kanal und sei gespannt auf die weitere Reise der Biedewind.